Was geht YouTube und einen wunderschönen guten Tag an alle Zuschauer und Abonnenten. Wir spielen heute den LS15 auf der Map The Alps zusammen mit dem McMahon aus den Sachsen Let's Play und der Werner vom Burning Gamers. Hallo. Hi Leute. Tino, möchtest du zuerst den oben nehmen, weil der ist da runter gekeilt und so und das ist nicht so cool. Weiß nicht so recht, ob das was wird, aber ich probiere. Du kannst ihn auf der anderen Seite auch anhängen. Ich schneide das Stückchen ab vorne. Dann kannst du den gerade hochziehen. Ach so, ja. Das klingt sau stark. Ja. Wer war eigentlich für die neue Begrüßung? Ah ja, genau. Was hat er gesagt? So, ist doch nicht so neu. Die ist abgeändert. Die ist abgeändert, ja. Da fehlt nur, ich sag jetzt nur noch, was geht und nicht mehr, was geht ab. Warum? Weiß ich nicht. Er hat keine Zeit mehr. Hatte ich. Clicky ist das so hart getroffen. Oh lol, Clicky hat ihn gedisst. Ja, echt? Clicky hab ich gedisst? Er hat auf jeden Fall immer den Spruch irgendwie gebracht, ja, und seitdem bringt er ihn irgendwie nicht mehr. Habe ich gar nicht mitbekommen, um ehrlich zu sein. Ja, ja. Was? Ja, ja. Und innerlich hast du dich eingeweint. Warum habe ich denn jetzt gerade mit so eine krasse Dex? Ja, habe ich die ganze Zeit verfickt, du Scheiße. Nee, ich habe gar nichts. Alles ist easy. Ey, sowas sind scheiße, dass wir zwei, dass die neuen können. Was hat er denn gesagt? Jetzt bitte abhängen. Er hat einfach nur deinen Spruch gebracht. Abgehangen. Als du den Channel gejoint hast. Kannst du den rumpushen? Jo, bin gerade bei. Oh. Oh, nice. Das sieht gut aus, Lanne. Ey, ganz ehrlich, das habe ich dann gar nicht mitbekommen. Jo. Ja, das war auch die Zeit, wo 4 Wochen nichts lief. So, ja gut, da war ich nicht aufnahmefähig. Habt ihr Bock, morgen zu arbeiten? Ich nicht. Jo, ich freue mich schon. Ich glaub, Werner glaube ich das sogar. Ja, ich habe da kein Problem mit arbeiten, ganz ehrlich. Wo ist bei dir das Problem? Deine Arbeit ist 2 Schritte neben dir. Ah, aber trotzdem. Wenn man so lange frei hatte, will man länger frei haben. Ich muss dir. Das ist in der normalen Welt nicht möglich. Ich muss dir ganz ehrlich sagen, wenn ich eine Woche frei habe, ne, dann bekomme ich Kollaps. Ach komm, übertreib. Nee, ohne Witz. Ich, also, doch, aber zwei, solche Leute, so gibt's keine. 2-3 Tage ist vollkommen okay, ne? Aber dann wird mir also, so stinklangweilig zu Hause. Ich sag mal so, 2 Wochen. Kein Problem. Nach der dritten Woche, dann würde ich auch sagen, boah gut, ey, irgendwas muss ich tun, mir fällt die Decke auf den Kopf, aber nach einer Woche, nee, eine Woche Urlaub kann ich locker entspannen. Nee. Ich kann mich auch zum Beispiel jetzt nicht 2 Stunden auf den Strand legen oder an den Strand legen. Was? Das geht nicht. Das kann ich wiederum. Nee. Das kann ich. Ich kann mich wohl irgendwo hinlegen und schlafen, das geht, aber jetzt 2 Stunden nur das Wasser angucken, nee. Na gut, bei mir ist das Resultat meistens schlafen. Ja, wenn schlafen ist, am Strand liegt, dann bam, ja. Weg. Schlafen bin ich bei, aber sonst, nee. Okay. Weiß ich nicht. Bin ich zu sehr arbeitswütig, glaube ich, dafür. Einfach so chillen und ein bisschen Leute beobachten und hier und da. Und nee, das, cool, das Problem ist, wenn, dann ist, nee, das kann ich jetzt so nicht sagen. Doch, doch. Ja, nee. Das Problem ist, es bleibt ja nicht nur beim Leute gucken, ne? Wenn ich dann mit meiner Freundin da bin, dann werden die ausgerichtet vom Feinsten. Aber also, das hast du nicht gesehen. Keine Angst, das ist bei jedem so. Aber das, nee, das muss ich nicht haben. Ja, kauf dir eine schwarze Sonnenbrille. Mit Augen? Mit Augen, ja. Ey, guck doch mal, wie geil ist das Holz hier. Ey, hä? Ist das was? Nice, oh. Jetzt mal ohne. Gib das doch zusammen, du Hammel. Da ist noch irgendwas, Moment. Ja, das ist ganz allein Freezes-Leistung hier, Tino. Könnten. Ja, das ist nichts anderes. Oh, sachte, Alter! Ja, nee. Alter, Rums! Was ist mit euch, Alter? Einfach Vollgas dran an die Stämme. Das ist Holz hier. Das ist hier kein Glas oder so. Nee. Freezy hätte Maurer werden sollen. Ja. Ich hab als allererstes Malerausbildung gemacht. Naja, okay. Ist doch gut. Kannst du mal zu mir kommen, die Bude streichen? Na, weißt du was? Doch, nicht. Ich mach dir den kurz weg, Moment. Ich würde sogar Geld geben dafür. Ach, Gott. Würde ich machen. Also Schwarzarbeit. Oh, nee, boah, es ist nicht Schwarzarbeit, wenn du 10 Cent den Quadratmeter bezahlst. Ja. Und außerdem habe ich gesagt, brauche er nicht. Ich würde einen freundschaftlichen Dienst. Dann zählt das Nachbarschaftshilfe. Genau. Nachbarschaft? Die ein paar Kilometer. Ja. Jetzt, ich weiß nicht, ob ich das ansprechen darf, ich mach's aber trotzdem mal. Freezy? Ja. Was macht der Führerschein? Ja, schon bestanden. Ah, okay, das habe ich nicht gewusst.
Ja. Ja, aber ich habe schon die erste Macke gefahren. Ach ja. Mit was? Mit meiner Freundin ins Auto. Dann hat sie mich ganz böse angeguckt. Alter, ganz, oder? Das kannst du nicht machen. Du hast deiner Freundin ihr Auto kaputt gefahren? Nicht kaputt gefahren, einfach nur an der Tür so eine kleine Ramme, Alter. Ein Parker ist einfach mal kurz mitgeschrubbt. Parkhaus, oder war ein bisschen eng. Quatsch, das haben Parkhäuser nicht an sich. Dass sie eng sind. Ich hab das falsch eingeschätzt. Bin immer. Aber das ist wieder eine, das ist wieder ein Skin COD, den du auch regelmäßig falsch einschätzen. Du hast ja auch Call of Duty eingestellt. Randy, du hast auch Call of Duty. Randy, vor allem, du stehst daneben und guckst doof auf den LKW. Junge, ich platziere hier gerade die Verkaufsflächen. Also provozieren. Ja, dann stell dir den scheiß LKW weg. Denn der steht ja extra hier zum Verladen. Ja, aber wer sagt denn, dass wir das jetzt hier verladen haben? Der will immer mehr verfolgen, das ist irgendwie nicht mehr. Lass mal irgendwann mal gehen in die perfekten Schützen ein. Steht doch F1, Junge, Shift F5. Quatsch, Shift Numpad 5, so rum. Du musst die Scheiße hier platzieren. Geht nicht. Jetzt? Auf dem LKW schalten. Steuerung. Ja, dann halt Steuerung. Was hat der jetzt hier? In der Tat hat hier irgendwas nicht richtig. Mann. Ja, und noch eine Bergziege im Weg. Ach, das ist grauenhaft. So. Na gut, würde ich sagen, sind wir ja hier mit dem Holz erstmal ganz easy. Wir zwei sind noch nicht fertig. Was? Wir zwei sind noch nicht fertig. Ist jetzt hier auf dem Holz, treffen. Du hast den CMD-Skill hast du beleidigt. Ja, und? Das geht leider nicht so. Ich bin jetzt schön mein Schwengel ins Gesicht boxen, weißt du das eigentlich? So eine richtig schöne Cockschelle, direkt auf die rechte Backe. So hier ungefähr, so. Ja, du hast ja Call of Duty. Call of Duty. Guck mal, wie seine Augen funkeln, Bruder. Der geht ja gar nicht drauf ein, weil er ganz genau weiß, dass er eine Packung kriegt, du Bob, Alter. Ready? Yes. Ich schnür dich zusammen und roll dich im Berg runter. Bist du Mickey Maus? Willst du alleine sein oder machst du grad? Weiß ich, ich glaube, er onaniert einfach im Wald. Ich wollte gerade sagen, was machst du da? Für die Schwerhörigen. Für die Schwerhörigen. Ich platziere gerade die scheiß Verkaufsträger. Ach so, okay. Guck dir das mal an, wie er hier hinterm Baum steht. Also entweder kackt er oder onaniert eins von beiden. Oh, das passt sogar. Obwohl die wieso liegt hier überhaupt Holz rum? Das ist runtergerollt. Ich. So, okay, na, dann passt das ja schon mal. Oh, Randy, haben wir dich erwischt. Hoffentlich bist du noch 3 Wochen krank. Das ist ja gemein. Das ist echt gemein, aber lustig. So, was steht an, Kinders? Was machen wir jetzt hier? Wollt ihr das jetzt alles verhäckseln? Ja, das ist die Frage. Ich würde sagen, dass man auf jeden Fall Langholz ein Teil verkauft. Ich würde da unten liegt aber noch eine ganze Menge jetzt. Ja, das ist die zweite Fuhre. Ja. Aber wir könnten auf jeden Fall einen Teil Langholz verkaufen, meiner Meinung nach. Ja. Wollt ihr die gleich mit der Bergziege verladen? Was hält. Warte mal. Ich gehe mal gucken, wie lang der Anhänger ist. Ja. Sollen wir mal irgendwie einen Plan machen, wie wir es am besten verladen? So. 11 Meter. 11 Meter, na, dann schneiden wir aber ein Stückchen ab hier. Alles klar, Chef. Wieso? Nein, nicht von vorne, wenn es geht. Nee. An den dicken Ende anfangen. Am dicken Ende anfangen und dann 11 Meter nach vorne und abschneiden. Sollen wir den immer wieder vor- und zurück manövrieren oder? Ich weiß es nicht. Oder seitlich hinstellen. Oder seitlich. Ja, seitlich ist halt kacke mit dem Gefälle, ne? Das stimmt allerdings. Gute Frage. Das sind 11 Meter? Willst du mich verarschen? 11 Meter, Alter. Laber nicht so. Kack, ey. Von hier von? Ja, 11,6 Meter, wo ich hier stehe. Wie geht das Maßband an? Rechte Maustaste. Ja. Lol. Der Anhänger doch länger wie 11 Meter. 11 Meter. Geht das Maßband aus? Rechts. Genau. Warte mal. Okay.
Na gut. Aber hast du jetzt von hier vorne also gemessen? 12 Meter können wir machen. Ja, ich habe jetzt ungefähr vom ersten Balken gemessen, nicht, dass es wieder rumbackt vorne. Ja. Also 12 Meter jetzt, oder was? Ja, macht 12 Meter. Wenn es 10 Meter rausguckt, dann ist es schlimm. Hast du jetzt schon durchgeschnitten? Nee, hast du nicht. Ja, einen habe ich schon durchgeschnitten oben. Oben? Oh lol. Schneid doch mal den vordersten durch, du. Hier. Woher soll ich denn wissen, welcher der vorderste ist? Da nehmen wir euch doch gerade dran, du Hammel. Das sieht man ja nicht, ne? Sieht man gar nicht, dass das. Hör jetzt auf, das Ding zu bewegen. Oh, du bist so ein Pillemann. Wackel nicht so rum. Manus! Ich sehe wenigstens meinen Pillemann, wenn ich gerade stehe. So, und jetzt schneid das. Alter! Den sehe ich auch. Ja! Vom Spiegel vielleicht. Ohne Spiegel. Wir könnten auch, Moment, wenn du jetzt so stehen bleibst, Tino. Ja. Warte mal, ich muss den mittig anfassen, weil das packt sonst zu sehr. Soll ich ihn pushen? Ja. Moment. Latsch mal richtig dran von der Seite. Aber richtig. Doch, da rutscht der Ball. Oh, lol. Wow, okay, der richtig flott hier. Der Wahnsinn. Mehr Spinat essen. Ja. Werner, machst Fortschritte? Natürlich. Ja, mal, ich probiere mal kurz. In der Ruhe liegt die Kraft. Ja. Ja, sieht gut aus. Einmal voll. So, und jetzt, wie hast du gedacht? Wir testen das jetzt einfach mal. Das Problem ist halt, du bist halt jetzt etwas tiefer, ne? Dadurch, dass du jetzt nach unten gefahren bist. Macht nichts. Ich kann ja wieder ein Stück hochfahren. Du sagst Bescheid, wenn ich, Stopp. Nee, noch Mühe. Weiter. Stopp. Richtige Profis machen das mit der Hupe. Ach so, warte, mach. Wow. Ups, das war nicht die Hupe. Oh Gott. Ist hier irgendwas attached gedönst? Nee, ist nichts, ne? Okay. Oh, lol. Ja, bring ich. Schaffe ich. Moment, das machen wir jetzt so. Andere Seite. Kann nur diese Seite auswählen. Ah, okay, verstehe. Alles klar, coole Sache. Das Beste ist, wenn du mich jetzt, dass ich dir mittig nehmen kann, genau. Ja. So, wird eine schöne Langholzladung. So, ich mach jetzt die nächsten 12 Meter. Millimeter? Oh, da will er 2 nehmen. Nein, will er nicht. Will er nicht? Nee, geht auch gar nicht, Shitter. Das ist aber auch eine Hupe, du willst. Der Dampfer, ey. Der Endgegner-Hupe hier. Yo. Noch runterfallen würde, wäre das echt cool. Oh, perfekt. Wenn die Vollbremse sind, sie genau vorne an der. Aber guck mal, die können schon noch länger. Ja. Sind nicht mal hinten an der letzten Runge. Freezy? Ja. Wir machen 13 Meter. 13, die Glückszahl. 4 ist die Glückszahl. Warum jetzt 13? So. Man muss bereit für Neues sein. Ja. Okay. Das ist einfach mal fuck the system, weißt du? Ja. Ich. War zu früh, sagst du? Okay. Was denn? Was? Alles gut. Hast du die Dinger platziert bekommen? Ja, ich teste jetzt mal aus. Gucken, was jetzt das an Kohlen bringt. Holst du jetzt schon ab, oder was? Pellets? Ja, ne, da waren schon 32.000, waren da glaube ich schon drin. Oh. Also es ist 1:1? Nee, kann ich gar nicht sein. Nee. Drübe mehr. Ich habe jetzt 2 am Zug da, sind 2 am Zug-Trigger, weil die verkaufen ja nur nach und nach, ne? Also verkaufen ja nicht sofort, sondern nach und nach. Ja. Und eins bei dieser Gärtnerei, was weiter vorne ist, und eins in diesem komischen Dorf da halt platziert. Weil halt irgendwas Sinn ergibt, ne, wie Strom halt. Oh, der liegt ein bisschen ja, Kopfplastik. Vielleicht mit Pushen. Wollen wir mal gucken, ob Freeze eine neue Abmoderation hat?
Machen wir ja zu alt. Ja, hab ich nicht. Okay. Gut, meine lieben Leute, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da, schaut zur nächsten Folge wieder vorbei, schaut bei einer vorbei, alles unten in der Videobeschreibung verlinkt und wir sagen tschüss und bis übermorgen. Tschüss. Tschüss. Tschüss.